Hallo, cool, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Ich bin der Horst und heute habe ich was richtig, richtig Cooles für dich dabei. Und zwar nehme ich dich mit. Wir zwei besuchen heute einen absoluten Großmeister, eine absolute Koryphäe in der Kaffeebranche. Die Rede ist von Goran Huber. Goran ist einer der besten Barista-Trainer Europas. Er ist mehrfacher österreichischer Meister. Inzwischen betreut er die unterschiedlichsten Kaffeeprojekte weltweit. Er ist dazu noch ein absolut beeindruckender und herzlicher Mensch, der unglaublich viel Leidenschaft für Kaffee hat. Aber das wirst du gleich selber raushören. Ich will dir da auch gar nicht zu viel erzählen. Nur vorweg, leider hört man gegen Ende des Interviews etwas Baustellenlärm. Das konnte ich leider nicht, oder das konnten wir leider nicht vorhersehen. Und Gorans Zeit ist sehr wertvoll, weil er sehr, sehr gefragt ist. Und deswegen bin ich einfach sehr glücklich, dass er sich Zeit genommen hat für uns zwei. Und ja, deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück und ja, viel Spaß dabei, Goran kennenzulernen. Herzlich los, ja. Du warst schon lange nicht mehr hier. Ja, war schon, das merkt man. War höchste Zeit. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Kaffee. Es ist erlebend. Sehr viel Mandel, sehr viel Schokolade, Beere sind dabei. Und er ist ein Nachgeschmack, bis das nicht mehr wird. So, heute auf einer kleinen Baustelle im Haus. Hallo Goran. Hallo Horst, ich freue mich, dich wiederzusehen. Ja, mega cool, dass das geklappt hat, auch in den wilden Zeiten jetzt. Ich war jetzt schon lange nicht mehr hier bei dir, gell? Das ist schon ein paar Wochen her, ein paar Monate. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen, weil ich sehr, sehr viel Ausbildung ja bei dir gemacht habe. Aber bevor ich jetzt irgendwie hier ins Schwafeln komme, Goran, sag doch mal zwei Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du kaffeetechnisch? Ja, wer bin ich? Ich betreibe produktneutralen Kaffeeinstitut mit Sitz in Innsbruck. Bin ich schon über 20 Jahre in der Kaffeebranche. Beschäftige mich sehr gerne mit dem Kaffee. Auch hier habe eine sehr große Leidenschaft. Seit 14 Jahren betreibe ich dieses produktneutrale Institut. Mache Seminare von Barista Basic bis zu Barista Coffee Master, mache sehr viele Rösterkompetenzseminare, schule für sehr viele Röster, mache Sensorikseminare, Grünkaffee. In einem Wort zusammengefasst, alles, was der Kaffee betrifft. Für das habe ich mich spezialisiert, für das habe ich auch irgendwie gelebt und bin ich sehr, sehr happy, dass ich mein Wissen weitergeben kann und darf. Ja, ich finde es immer total spannend, weil ich sage immer, wenn ich dich in kurz beschreiben soll, dann sage ich immer, du bist ein laufendes Kaffee-Wikipedia und einfach unglaublich herzlich. Deswegen finde ich das immer total spannend, weil jedes Mal, wenn ich auch hierher komme, ist irgendwas Neues und dann gibt's irgendwas Spannendes. Und auch jetzt so während der ganzen Corona-Zeit habe ich auch immer deine Posts noch weiter verfolgt. Ich glaube, du kannst da nicht stillhalten mit Kaffee, ne? Ja, das ist natürlich irgendwie mein Leben geworden. Ich beschäftige mich sehr gerne mit Thema Kaffee. Ich probiere sehr viel aus. Ich bin sehr froh, dass ich auch mein Wissen an Baristi und allen Kaffeeinteressierten weitergeben darf. Und Kaffee ist das ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn Mensch das etwas gerne macht, dann funktioniert es. Und natürlich, wie ich in jeder Branche, Mensch muss sich einfach weiterentwickeln. Ob das in Kaffeeliebhaber oder in Gastronomie oder wie immer, mit welcher Materie sich Mensch beschäftigt. Wichtig ist einfach, weiter an sich zu glauben und sich einfach weiterentwickeln. Und die Leidenschaft. Leidenschaft, ohne Leidenschaft, ich glaube, das wird schwierig, sich weiterzuentwickeln. Ohne Leidenschaft, glaube ich, ist es auch schwierig, so glaubwürdig und authentisch
Informationen über Kaffee weiterzugeben. Und das ist für meine Meinung eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Natürlich muss man auch, gehört sie dazu, auch bodenständig sein, menschliche Qualität zu haben und sich weiterbilden. Und wenn Mensch weiß, von was er spricht, da funktioniert sehr gut, gibst du dein Wissen gerne weiter und hast du Spaß und Freude. Und nicht nur du, sondern auch Zuhörer, Zuschauer, Seminarteilnehmer, Partner, Röster, Kaffeeliebhaber und alle anderen. Ja. Ja, Leidenschaft ist ja so mein großes Ding auch irgendwie. Gerade zu Kaffee, irgendwann hat es mich gepackt, aber ja. Wir haben mal so, wir haben ja schon einige Stunden miteinander verbringen dürfen. Und du hast irgendwann mal mir eine Geschichte erzählt, die ich total spannend fand. Genau, vielleicht verrätst du uns das nochmal. Wie kam es denn, was war denn vor Kaffee und wie kam es dann zum Kaffee? Weil so ein bisschen als Hintergrund, der Goran ist ein, also ich kenne niemanden, der sich so sehr in dieses Thema reingräbt inzwischen und der da mit so viel Passion und Lust zur Perfektion auch hinterher ist. Deswegen fand ich die Geschichte ganz spannend. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wie viel er erzählen möchte. Aber du, bei mir gibt es keine Geheimnisse, auch was der Kaffee betrifft und auch was mein Privatleben betrifft. Das kann jeder erfahren. Das ist, sage ich jetzt, jeder hat irgendwo seine Lebensgeschichte. Meine ist natürlich sehr, komplett anders als vielleicht bei anderen. Bevor ich mit dem Kaffee beschäftigt habe, war ich bei Polizei, bei speziellen Einheiten. Und der kam einfach zufällig, sage ich, Thema Kaffee. Ich habe das, bevor ich nach Österreich kam, in Deutschland gelebt und habe für ein Unternehmen gearbeitet, habe mich verliebt in eine Österreicherin, die ich vor 24 Jahren geheiratet habe und heute noch immer glücklich mit ihr, sagen wir, lebe. Und als ich nach Österreich kam, war ich kurz im Verkauf und dann habe ich mich beworben bei einem Kaffeeunternehmen. Bei dem habe ich gleich am Anfang, weil ich auch einfach sehr gern gearbeitet habe, ich war immer irgendwie ehrgeizig und habe Erfolg gehabt. Und dann hat mich Inhaber zu sich geholt im Büro und hat mir empfohlen, mich weiterzubilden, so quasi, Herr Huber, Ihnen liegt es. Ich würde empfehlen, dass Sie sich weiterbilden. Und da war das bei mir irgendwie ein Klick im Kopf. Handwerklich habe ich leider gar nichts gelernt. Das heißt, es muss ich etwas mit dem Kopf machen, weil beim Polizei, bei speziellen Einheiten lernt man, sage ich jetzt, nicht handwerklich, nicht so viel. Ja, und da war das Entscheidung, mache ich eine erste Kaffee-Ausbildung. Und gleich nach dieser ersten Ausbildung habe ich gemerkt, wie meine, sage ich, Empfehlungen, meine Beratung bei meinen Kunden sehr gut ankommt, wie ich auch viel glaubwürdiger, kompetenter, sage ich jetzt, meine Verkaufsgespräche führe. Und damit wurde natürlich auch wirtschaftlich gesehen auch für Unternehmen sehr gut, Umsatz ist gestiegen und ich war natürlich auch selber motiviert und kurz danach habe ich besucht eine Kaffeeplantage in Costa Rica. Und als ich zurückkam, da war ich natürlich noch mehr im Element und dann habe ich mir natürlich weitergebildet, zweite Ausbildung, dritte Ausbildung, bin in Hamburg in Speicherstadt zu Rohkaffeehändler. Da habe ich auch meine Erfahrungen gesammelt. Da bin ich natürlich, nachdem hat mich noch mehr, sage ich jetzt, gepackt. Und dann habe ich auch gelernt, in Hamburg Kaffee zu rösten. Ich wollte nicht, sage ich jetzt, beginnen, eine Rösterei aufzusperren, sondern hat mich einfach dieses Thema, interessiert und ich wollte immer mehr kompetent sein und das hat sich wirklich gezeigt, dass das richtige Weg war. Das habe ich mir natürlich Großteil fast alles privat finanziert. Das war schwierig, aber
alles, was ich verdient habe, ich habe investiert in meine Weiterbildung. Das war eigentlich eine richtige Entscheidung. Und später danach habe ich teilgenommen bei Barista-Meisterschaft damals vor x Jahr, wo ich begonnen habe. Barista war für uns alle eine Tabula Rasa, das haben wir gewusst, vielleicht in Italien. Und erst einmal wollte ich einfach sehen, wie es mir das liegt oder wie immer. Bin erst einmal so auf die Bühne gestanden und dann meine Erfahrung gesammelt und habe Veranstalter gefragt, wo das nächstes Jahr Weltmeisterschaft, weil logischerweise Barista muss gewinnen die nationale Meisterschaft, damit er als Vertreter dieses Landes, sage ich jetzt, bei Weltmeisterschaft teilnehmen darf. Ja, und zweiter Anlauf, habe mich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich habe das natürlich immer sehr professionell, das alles gesehen. Habe mich sehr, sehr gut vorbereitet und habe ich diese österreichische Meisterschaften gewonnen. Das war 2007 und durfte Österreich bei Weltmeisterschaft in Tokio vertreten. Das war ein sehr, sehr großer Erfolg. Noch immer, sage ich jetzt leider, das beste Teilnehmer aus Österreich, die unser Land vertreten durfte. Aber das war natürlich ein Problem da. Wir haben viel zu wenig Informationen gehabt. Was wird überhaupt bei dieser Weltmeisterschaft gefragt? Was ist da wichtig? Und natürlich, wenn du diese Informationen von ausländischen Kunden nicht hast oder kann dir nicht jemand erklären, ist es schwer mitzumischen. Und natürlich, wenn du allein das alles finanzieren muss, das ist auch schwierig, weil Tokio ist nicht um Ecke, kann ich nicht nach München fahren oder Hamburg oder Basel oder Zürich oder wie immer, das ist ein bisschen weiter. Aber ich habe damals, sage ich, Zeit und Geld investiert, habe mir vorbereitet und das mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und kurz danach habe ich eröffnet Produktneutralen Kaffeeinstitut und habe von Anfang begonnen, produktneutral zu unterrichten. Ich wollte mich an keine Firma binden oder wie immer. Das war ein Anfang, wie jeder Anfang bei jedem Unternehmen, ist sehr, sehr schwer, ist sehr hart. Aber wenn Mensch ein bisschen an sich glaubt, dann funktioniert es. Mensch muss auch ein Ziel haben und das hat es funktioniert und habe ich nachdem 2 Jahre, glaube ich, Pause gemacht, dann durfte ich wieder Österreich vertreten, habe die Meisterschaft gewonnen, in London durfte ich antreten und dritte Mal habe ich teilgenommen bei einer Weltmeisterschaft in Wien. Das war natürlich 3-mal bei Weltmeisterschaft, war sehr viel Arbeit, sehr harte Arbeit. Selten jemand macht das 3-mal bei Weltmeisterschaft mit. Aber ich würde das heute, wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, noch einmal machen. Warum? Weil das hat mir unheimlich viel gebracht, mein Wissen. Das war nicht das Ziel, gewinnen oder wie immer. Ziel war das, so mehr wie möglich zu lernen, vielen Kollegen aus der Branche kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und so weiter. Und das war gute und hundertprozentig, sage ich jetzt, richtige Entscheidung. Und jede dieser Wettbewerbe war auch eine Motivationsschub für mich, weiterzumachen. Und seitdem habe ich sehr, sehr viele, glaube ich, ein paar tausend Baristi, die habe ich in 14 Jahren ausgebildet. Unter anderem warst du auch, lieber Horst, dabei. Ich freue mich, dass du auch Barista Coffee Master bei mir absolviert hast. Das ist auch eine Ausbildung, die bringt es jemand wirklich sehr, sehr viel. Da geht es wirklich um Wissen. Einige habe ich trainiert für die Weltmeisterschaft in Kolumbien, in Maastricht, auch wie dir bekannt ist, auch eine Schüler von mir, die Christian Ulrich, ist der Latte Art Weltmeister geworden in Melbourne in Australien. Und natürlich, wenn du so etwas erlebst, das ist auch eine sehr, sehr große Motivationsschub. Und wir sehen uns heute wieder jetzt, oder Christian oder du und die alle anderen Teilnehmer. Und wir sind die Kollegen, wir sind die Freunde, wir sind auch eine Familie. Und vor 12 Jahren habe ich auch natürlich gerufen, ins Leben internationaler und internationaler und Tiroler Kaffeemeisterschaften. Das sind die 4 Wettbewerbe und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja, und vor allen Dingen, ne, dass gerade diese Meisterschaften, da haben wir uns das erste Mal auch gesehen, hier auf der FAFCA war das. Da haben wir uns das erste Mal gesehen, glaube ich. Und das weiß ich noch, dass ich total beeindruckt war, einfach von dieser Kollegialität von allen, weil ja da im Endeffekt so fast aus dem gesamten, sage ich, sag jetzt mal, Alpenraum mit plus Deutschland, ja,
kommen ja da die Leute her, die sich vorbereiten wollen eigentlich auf ihre Meisterschaften. Und das ist, fand ich, deswegen bin ich auch dann jedes Jahr wiedergekommen, weil es so eine, es ist irgendwie wie eine eigene Familie geworden dann und einfach Wahnsinn und auch wahnsinnig gut organisiert. Also ich hatte ja dann den direkten Vergleich auch hinter den Kulissen, wie gut diese Meisterschaften teilweise organisiert sind und was du da auf die Beine stellst ist, oder gestellt hast ja die letzten Jahre, ist echt Wahnsinn. Also da ziehe ich den größten Hut vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was du sonst noch so für ein Programm hier in dem Schulungszentrum hast und was du hier aufgebaut hast, das ist echt der Wahnsinn. Ja, aber sag mal, nochmal zurück zu diesen Weltmeisterschaften. Wann war das, als du mit der Handmühle auf der Bühne standest? Weil das... Das war letzte Weltmeisterschaft in Wien. Vorher bei nationalen Meisterschaften habe ich das ausprobiert. Und ich habe das gemeinsam mit Joron, meine eigene Kreation, gemacht. Ich habe denen Mühle gegeben und haben sie zuerst auch nicht verstanden. Ich geglaubt, dass sie mit mir das machen, aber im Regeln steht es nicht, dass sie das nicht machen können oder dürfen. Und natürlich habe ich auch Plan B und Plan C gehabt. Wenn sie das nicht mitmachen mit mir, dann muss ich das selber machen. Dazu habe ich die Zeit geplant oder wie immer. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, hat Spaß gemacht, weil keiner bis jetzt ist nicht auf die Idee gekommen. Und Mensch, natürlich bei den Meisterschaften, ob national oder Weltmeisterschaften, beschäftigt sich, was kann ich gut machen, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen. Du hast das auch bei bei den Meisterschaften, auch bei Latte Art Meisterschaft, glaube ich, in Deutschland, hast du gewonnen? Nee, gewonnen. Ja, aber du hast eine wunderschöne Performance gehabt und hast du diese Erfahrung gesammelt und du warst selber, wie das ist, bei Meisterschaften wird es immer natürlich auch da Kreativität gefragt und so weiter. Und das ist auch bei meinen Meisterschaften, sage ich, in Tirol, wo die kommen sehr viele aus Österreich, Deutschland, Schweiz, in Italien. Und bei mir ist das natürlich jeder Herz willkommen. Du sagst, wir haben uns kennengelernt. Bei mir ist jeder herzlich willkommen. Die Teilnehmer bei meinen Meisterschaften sind wie meine Kinder. Die Juroren sind die wie meine Brüder und Schwester. Und alle anderen sind die eine sehr größere Familie. Und bei diesen vier Wettbewerben, was wir da machen in Tirol, Barista-Wettbewerb, Latte-Art-Wettbewerb, Cafetier des Jahres, das ist ein praxisbezogener Wettbewerb, wo der Gastronom sehr viel aus diesem Wettbewerb lernen kann und sehen kann, wie weit bin ich in meinem Betrieb mit meinem Kaffeewissen. Und vor ein paar Jahren habe ich auch kreiert noch einen Wettbewerb, Filterkaffee-Challenge, der sehr gut kommt, weil Filterkaffee, sage ich, hat in den letzten Jahren leider Gottes durch die, ja, kann man sagen, auch ein bisschen Medien, durch den Marketing oder wie immer, an Ruf verloren. Jeder meint, ja, wenn ein Kaffee eine schöne Creme hat, ist ein guter Kaffee. Und das wissen ja Fachleute und mittlerweile mehrere Personen, dass der Creme mit der Qualität nichts zu tun hat, nur zu tun, dass der Kaffee frisch geröstet ist, richtige Mahlung, richtige Portionierung. Und da diese Informationen natürlich bei diesen Wettbewerben, bei Interview mit verschiedene Sponsoren geben wir eigentlich Informationen bei dieser Meisterschaft an der Gastronomiemesse an Gastronomen. Aber dabei sind die auch normale, sage ich jetzt, Verbraucher, die Kaffeeliebhaber, Interessenten. Und da sieht man in den letzten Jahren auch bei uns in Europa, sage ich, bei uns in Österreich, in Deutschland, bei euch, in die Schweiz oder wie immer, dass sie da in den letzten Jahren sehr, sehr viel entwickelt. Und ich bin, wie du das war, sehr viel in Deutschland, bin in die Schweiz, fühle mich wie zu Hause. Da habe ich, sage ich, sehr, sehr viele Kollegen da drüben und fühle mich auch sehr, sehr wohl. Und es ist immer sehr schön, wenn ein Mensch sie trifft auf die Messe, vielleicht in Stuttgart oder in Hamburg oder in Mailand in Italien oder in der Schweiz. Die Schweizer sind auch sehr, sehr aktiv. Das ist wunderschön, sie zu austauschen und sage jetzt das alles besprechen, was gibt es Neues. Und deswegen muss man in diese Branche, muss sich Mensch weiterentwickeln. Ja, da gibt's das ist ja irgendwie, also das ist eine Sache, die ich sehr, sehr schön finde, ist dieser Austausch, der einfach stattfindet, ne? Und es gibt einfach doch genug Leute, die sagen, okay, ne, cool, dass du dich auch so dafür engagierst. Ne? Schön, dass du auch so eine Leidenschaft dafür hast. Wie können wir uns weiterentwickeln zusammen? Das finde ich immer ganz cool. Gab's denn, aber ich meine, ja, du hast ja jetzt schon so ein bisschen angerissen, was du alles auf die Beine gestellt hast, erlebt hast mit Kaffee.
Gab es irgendwann mal den Moment, wo du gesagt hast, boah, Kaffee, ist das das Richtige? Will ich das? Irgendwie so eine Hürde für dich? Irgendeinen schweren Moment? Eigentlich nicht. Die Vorbereitung für die Meisterschaft, National- oder Weltmeisterschaften, war natürlich sehr, sehr hart. Weil wenn ein Mensch etwas erreichen will, muss er natürlich sehr hart arbeiten. Ich hatte Glück, dass ich eine liebe, nette, verständlichvolle Frau, Tirolerin, geheiratet habe. Sie hat mit dem Kaffee nichts zu tun, aber sie hatte, sage ich, irgendwo meine Leidenschaft verstanden und hat mich immer, sage ich jetzt, da unterstützt. Natürlich, wie jeder Unternehmer, haben wir gute oder schlechte Zeiten oder wie immer, speziell jetzt auch in die Corona-Zeiten, darf man nicht Kopf hängen lassen, muss man sich weiterentwickeln, Mensch muss das experimentieren, probieren oder wie immer. Und Mensch muss sich oft auch selber ein bisschen motivieren. Das ist wie, sage ich jetzt, in einer Beziehung. Du musst es auch etwas dafür tun und wenn es funktioniert, funktioniert. Wenn nicht, da überlegst du dir, einen anderen Schritt zu gehen. Aber bei mir, sage ich jetzt, war das mit der, sage ich jetzt, mit der, das, bei mir war das große Vorteil, ist der, diese Leidenschaft. Und Kaffee bedeutet für mich sehr, sehr viel. Wie du weißt, ich kaufe sehr gute, hochwertigen Kaffee. Ich kaufe lieber einen Sack Kaffee als ein Auto. Der Auto interessiert mich sowieso nicht. Ich will das einfach mich mit dem beschäftigen, weil da habe ich die Zeit. Und natürlich gibt es keine Probleme, weil ich das einfach mein Wissen weitergeben und kriege auch diese schönen Wörter, den tun auch sehr oft gut vom Partner, von dem, sage ich jetzt, von Kollegen, von den Freunden und so weiter, kriegt es einfach diese Anerkennung. Das heißt, es ist doch ein wunderschönes Gefühl. Wir trinken nicht nur, sage ich jetzt immer, Kaffee, wir treffen uns bei verschiedenen Veranstaltungen auch sehr gut mit gutem Kraftbier. Das ist auch sehr schön fruchtig. Da können wir auch sehr gut beschreiben. Und Mensch, natürlich kommt es auf Geschmack. Aber Antwort auf deine Frage, es hat sie gegeben natürlich ein bisschen die andere Zeiten, wo der Mensch auch sich, sage ich jetzt, vielleicht anders überlegen muss und etwas Neues kreieren. Das habe ich immer wieder gemacht und bin ich froh, dass ich diese, sage ich jetzt, Weg gegangen bin. Mensch darf nicht aufgeben, muss an sich glauben. Natürlich durch die Wand kann man nicht gehen, sei man keine Zauberer, aber arbeiten, wenn jemand will, da kann man schon. Und ich bin mir auch selber auch nicht zu schade für gar nichts. Ich kann wie Kaffee machen, ich kann auch die Unterricht leiten, ich kann auch putzen, ich kann auch rösten, ich kann auch, Menschen auch zu gut zuhören. Manchmal haben wir auch die Probleme, manchmal ist nicht jeden Tag so, wie wir uns wünschen oder wie immer. Das heißt, muss man auch manchmal wie ein Psychologe sein, aber es ist schön, das macht dir Spaß und Freude, wenn du jemanden etwas gut machen kannst. Und was hat dich dann da, also ich höre so ein bisschen was raus, aber was hat dich quasi geleitet oder was ist dein Leuchtturm gewesen immer in den Zeiten, wenn es mal nicht so war oder ne, wenn es mal anstrengend war? Ja gut, sage ich, wenn das anstrengend ist oder Mensch muss das, sage ich, versuchen, zur Ruhe zu kommen, bisschen abschalten. Ich kenne das jetzt von den Trainingszeiten, wo das nicht funktioniert hat, da musst du das Pause einlegen, weil mit Gewalt funktioniert es nicht. Ich war es damals, wo ich auch einer von den ersten begonnen habe mit der Latte Art, was heute sehr, sehr leicht geht, aber damals hast du keine Trainer gehabt, da habe ich tonnenweise gebraucht, bis ich verstanden habe, um was es da überhaupt geht, wie beginnt, heute lachen wir darüber und so weiter. Aber, sage ich, es hat irgendwie immer weiter funktioniert. Und bei mir war das, sage ich jetzt, wenn diese schwierigen Momente gekommen waren und so weiter, einfach versuchen, ein bisschen unterzukommen. Ich muss auch dazu sagen, da sind ja auch einmal auch die Tränen geflossen oder wie immer, aber das ist einfach so, der Mensch ist auch, mit der, wenn du leidenschaftlich hast, bist du auch emotional und bei den Trainings sind die oft um 3 oder 4 oder 5 Uhr, da hast du geheult wie ein klein Kind, aber du hast dich erholt und auf die Bühne bist du gestanden, warst du nervös und wo du vorbei sagst, wow, bin ich froh, dass sie das gemacht haben und das ist einfach schön. Das ist Motivation. Das stimmt.
Ich überlege jetzt gerade, also ich habe mir immer für eigentlich hebe ich es mir gern für den Schluss auf, aber ich glaube, deine Antworten sind da wahnsinnig spannend und ich habe so drei Standardfragen, die ich eigentlich jedem stelle. Und da bin ich bei dir sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Deswegen ziehe ich das jetzt einfach vor, weil ich glaube, da könnte sich auch noch was Cooles draus entwickeln. Und zwar, die erste Frage ist, was fasziniert dich denn am meisten an Kaffee bzw. der Kaffeebranche? Mich fasziniert meistens diese Vielseitigkeit von der Kaffee, von der Kaffeearomen. Wie wir wissen, Kaffee wird angebaut über 80 verschiedene Länder. In jedem Land andere Bodenbeschaffenheit, andere Klima, andere Höhe, andere Varietäten, andere mittlerweile verrückte Aufbereitungen. Und das ist das Spannende und Interessante, was Mensch aus dem rausholen kann. Und was das Spannende ist, du gibst es gerne deinen Wissen, deine Informationen an Dritten, die auch diese Freude hat und kann aus dem auch etwas, ob privat oder wirtschaftlich oder wie immer, rausmachen. Und das finde ich auch sehr, sehr schön und sehr gut und das macht es auch Spaß. Ja, du hast da ja auch so ein bisschen Einblick, ne? Auf wie vielen Farmen warst du schon? Ja, ich habe das schon einige Farmen, sage ich jetzt, besucht, auch geschäftlich, wie auch privat habe ich das auch genutzt, auch wenn ich irgendwo in Süd- oder Mittelamerika war, da bin ich immer in Urlaub, ein oder zwei Tage bin ich mit meiner Frau kurz zur Farm gefahren, habe mir das ein bisschen angeschaut, geschäftlich oder mit den Kollegen, Kaffeeröster war ich auch da und das sind ja auch sehr gute Freunde, das haben wir auch Plantage besucht, haben wir natürlich auch sehr viel gelernt bei der Farmer, weil natürlich jeder kennt es seinen Gebiet, jeder kennt es natürlich seinen Boden, jeder kennt auch seine Sorte. Das ist wie bei uns, ein Winzer kennt seine Traube, jemand, der produziert Apfel oder sage Birnen, er kennt Boden, er kennt es, Beschaffenheiten und so weiter und versucht das Beste, sage ich, aus Produkt rauszuholen. Und bei uns ist natürlich bei den Kaffee, sage ich jetzt, wir bekommen sehr viele Informationen, die für uns sehr, sehr hilfreich sind, das zu verstehen, das zu verarbeiten und das natürlich auch das an Interessenten, bei mir ist der bei Seminarteilnehmer oder meinem Partner, das weiterzugeben. Ja, und hier kriegt man tatsächlich immer ganz abgefahrene Sachen zu trinken. Also, was hat man heute Rumkugel? Heute habe ich das natürlich, als du da kamst, zubereitet, einen Kaffee aus Brasilien auf der Farm, wo ich war, wo ich vor kurzem von einem guten Freund bekommen habe. Den Kaffee habe ich vor circa 10 Tagen geröstet. Das ist eine brasilianischer Red Catuai. Der ist anaerob aufbereitet und so weiter und hatte unglaublich, unglaublich wunderschöne die Aromen. Der hatte natürlich sehr schöne Kaffeekirschennoten und wenn er abkühlt, geht es 1:1 wie Rumkugel. Wenn jemand kann in Geschäft gehen und Rumkugel nehmen, essen und danach den Kaffee trinken und vergleichen, das ist 1:1. Zweite habe ich gestern aus Japan von einem Partner, die ich Online-Schulung vor ein paar Monaten, sage ich jetzt, Rösting-Seminar geleitet habe, habe ich von ihm bekommen einen neuen Origami-Dripper. Und mit dem habe ich heute uns beide Kaffee gemacht mit dem anaerob Brasilianer. Und das ist wirklich spannend und interessant. Gestern habe ich den bekommen, gleich von der Post geholt. Natürlich kleine 2 Minuten habe ich keine Ruhe gehabt. Gleich habe ich den ausgepackt. Gleich habe ich begonnen zu experimentieren. Natürlich, wie wir wissen, mal gerade um Menge gibt diese Kontaktzeit mit Wasser. Und da war ich schon nach schnell, sage ich, kurze Zeit war ich schon happy. Habe ich meine Refraktometer geholt, habe ich die Dichte gemessen, habe ich andere verkosten lassen, nicht, dass sie meine, was ich mir schmeckt, schmeckt der andere auch, aber die waren sehr, sehr begeistert und ich hoffe, du heute auch, weil es ist wirklich eine Besonderheit, noch schöner jetzt kurz vor Weihnachten so eine Tropfen zu haben, das ist wie eine Winzer, wenn der aufmacht, eine Flasche Wein, die vielleicht 30, 40 Jahre alt ist. Das war wirklich extrem lecker. Also hast du meine funkelnden Augen gesehen, oder? Ja, das habe ich.
Das war nicht, weil ich müde war, sondern das war wegen dem Kaffee tatsächlich. Das es gibt keinen Mensch, der sich auf so einen Tropfen, die versteht ein bisschen von Kaffee, ja, dass der sich nicht freut. Wenn ja, er sich nicht freut, dann fragen wir selber, für was der freut er sich. Ja, wohl wahr. Ja, vor allen Dingen ist es ja so, ist es ja ein Genussthema. Ne? Kaffee ist ja ein Genuss, Genussmittel. Und ja, ich finde immer, wer genießen kann, der freut sich auch, wenn er mal, ja, wenn er mal neue Sachen probieren kann. Und das war wirklich, der ist wirklich spitze gewesen. Also so einen vollen Kaffee. Aber gut, wir schweifen ab. Übrigens, den Dripper, den hast du vielleicht gesehen, wenn du mir auf Instagram folgst. Wenn du das noch nicht machst, dann mach das doch jetzt mal gleich. Oder im Anschluss an die Folge. Da gibt es nämlich immer auch immer coole Sachen zu sehen. Genau, zumindest wenn der Goran mir erlaubt, das zu posten jetzt gleich. Er schaut nämlich schon so. Jetzt ist überhaupt kein Problem. Ich habe dir vorher schon erwähnt, bei mir gibt es keine Geheimnisse. Ein einzige, was ich immer biete, jeden, was kommt zu mir, sagen wir so, im Kaffeeinstitut. Ich bin eine produktneutrale Schulungsinstitution. Viele Röster sind die sehr gute Partner von mir und da muss ich natürlich produktneutral mich da verhalten. Darf ich keinen Werbung machen für eine mehr oder weniger. Das heißt, dass ich bitte um Verständnis. Zweite, ich habe verschiedene Kaffeemaschinen bei mir im Schulungszentrum. Bin ich auch keine Werbeträger, sage ich jetzt, von Rösterei. Ich röste selber, verkaufe keinen Kaffee, aber ich Maschine habe ich auch verschiedene. Und ich kann mit jeder Maschine sehr, sehr guten Kaffee zubereiten, ob der lange Kaffee oder einen Espresso und so weiter. Aber Empfehlungen kann ich nicht weitergeben. Und bei Filtermethode gibt es auch sehr viele innovative Menschen. Jetzt habe ich von Japan bekommen, von dem Partner Origami Dripper. Vor kurzem habe ich bekommen von Karl Henkel auch seine Glaskanne. Die finde ich auch sehr gut, finde ich auch sehr praktisch für, sage ich jetzt, Privathaushalt oder in einem kleinen Betrieb. Und es gibt unheimlich viele Methoden, Porzellan oder Glas oder wie immer, wie jeder das mag und so weiter. Und gibt es wirklich viele, viele verschiedene Methoden. Mein halber Küchenschrank ist voll mit diversen Methoden. Also quasi das, was du hier stehen hast, das habe ich irgendwann mir auch angesammelt, ja. Und jede kann irgendwas besser. Findest du das auch? Oder geht das nur mir so? Also manche Kaffee, ich finde immer, es gibt, zu jedem Kaffee passt eine Methode besser als die meisten anderen. Also ich würde sagen, der Kaffee schmeckt eventuell anders. Bei jedem Filtermethoden oder Espresso-Maschine kannst du auch diese richtige lösliche Stoffe rausholen und bekommst auch schöne Süße, bekommst du schöne Aromen, bekommst du eine schöne Fülle. Aber es natürlich schmeckt es bisschen anders. Und das ist es auch beim Auto. Mit jedem Auto, wenn ich mich hinsetze und jetzt will ich fahren, sage ich jetzt nach Hamburg, komme ich auch am Ziel mit einem schneller, mit anderem langsamer, manche bequemer, andere weniger. Aber mit jedem Auto kommst du am gleichen Ziel. Deswegen sage ich, mit jeder Zubereitungsmethoden bekommst du einen guten Kaffee, du musst ihn nur mit dieser Methode auseinandersetzen und wie wir auch wissen, nicht nur Bohnenqualität ist wichtig, wichtig ist der Mahlgrad und Menge und wenn das alles passt, muss man Profile entwickeln, sieht man auch bei Wettbewerben, speziell bei dem Filterkaffee-Wettbewerben, das ist unheimlich interessant, wie sich die Teilnehmer mit diesem Thema auseinandersetzen und entwickeln eigene Rezepte oder eigene Profil, das heißt, das alles, was ich sage, ist gut, vielleicht lernen sie viele von mir, aber die anderen entwickeln sie auch sehr gut und haben sie auch ihre Rezepte. Und wenn der Kaffee schmeckt, schätze ich das sehr. Ich tue das immer anerkennen, sage super, du hast dich mit diesem Thema auseinandergesetzt und deswegen sage ich, mit jeder Methode kann man guten Kaffee machen. Das stimmt, guten Kaffee, ja. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Das ist auch eine super Überleitung zur zweiten Frage. Lohnt es sich denn deiner Meinung nach für jeden, der sich mit dem Thema etwas genauer beschäftigen will, sich auch mal beraten zu lassen zu Kaffee? Das empfehle ich in jedem Fall. Das empfehle ich in jedem Fall, sich beraten zu lassen. Warum? Weil mir mit Informationen von guten Fachmann, von guten Berater kommst du viel schneller, viel einfacher und viel günstiger zu deinem Ziel, zu deinem Erfolg. Das würde ja auch viele Gastronomen auch empfehlen. Viele beginnen auch jetzt,
bei manchen Themen, sage ich, ob das jetzt Bier, Spiritosen oder wie immer, ja gut, da sind sie mit dem vertraut, mit dem Kaffee leider Gottes noch immer sehr, sehr wenig. Und da sind die wichtigen Punkte, wichtige Informationen, mit denen ich, sage jetzt, nicht nur Spaß und Freude haben kann, sondern mich auch wirtschaftlich besser positionieren. Wir dürfen auch unsere Mitarbeiter auch nicht vergessen. Die müssen auch richtig geschult werden, auch motiviert. Und wir wissen auch selber, reden wir jetzt zufällig heute von mir, morgen würdest du mit jemand anderem reden oder wie immer. Er weiß das, er kommt schneller zu seinen Ergebnissen und hatte Spaß und Freude bei seiner Arbeit. Und immer wenn jemand etwas weiß, was er tut und gegenüber der Gast zufrieden ist es, oder Partner oder wie immer, dann ist das einfach ein wunderschönes Gefühl und Mensch ist das motiviert. Und weil du jetzt sagtest, auch wirtschaftlich besser positionieren, aber oder auch so privat, ich meine, es ist mega, ich finde es mega interessant, aber was hat man denn davon, wenn man sich damit auseinandersetzt mit dem Thema, weil es ist doch nur ein Kaffee. Gut, wenn jemand arbeiten will oder in Gastronomie, sage ich jetzt als eine Barista, dann muss er natürlich diese Materie oder dieses Produkt, sage ich jetzt, verstehen. Und das ist nicht nur beim Kaffee, das ist bei jeder Branche. Rede ich jetzt von Metallbranche, rede ich jetzt von Gemüse, rede ich jetzt von Wein, rede ich von Kochen. Du wirst es, dein Job, nur so qualitativ professionell ausüben können, wenn du weißt, was du machen musst. Und wenn du das nicht weißt, wenn du die Thema oder Materien nicht kennst, nicht beherrschst, wie willst du das etwas Gutes machen? Ein Koch, du kannst ihn kaufen einen Herd, du kannst ihn kaufen eine Pfanne, du kannst ihn besorgen Öl, du kannst ihn besorgen Fleisch, aber wenn er nicht kochen kann, wird es auch nicht so gut funktionieren. Und deswegen Antwort auf deine Frage, wenn jemand sich gut positionieren will, wenn er guten Stelle bekommen will, wenn er von dem Leben haben will oder wenn er natürlich auch sich wirtschaftlich besser da positionieren will, er muss das wissen, was muss ich tun, von was ich rede. Und auch als, ich sag mal, so die Außenwirkung, ne? Wenn man, also ich finde, jeder schmeckt, ob er einen guten Kaffee kriegt oder nicht. Nicht jeder muss wissen, warum er unbedingt besser ist. Aber gerade wenn ich Kaffee meinen Kunden zum Beispiel anbiete, dann kann ich mich doch wahnsinnig abheben damit, wenn es halt ein guter Kaffee ist. Ne? Also es ist doch eine riesen Visitenkarte, finde ich zumindest. Wenn ich in einem Laden bin, wo ich, sei es nach dem Essen oder als im Kundengespräch einen richtig leckeren Kaffee krieg, das ist in meinen Augen ein großer Pluspunkt für eine Firma, weil es den Menschen irgendwie berührt, ein guter Kaffee. Ja, Mensch bringt es auch natürlich auch an die Kunde rüber, ganz anders. Und die Kunde, zufriedene Kunde, gibt es, sagen wir in Gastronomie, oft vielleicht ein paar Cent auch Trinkgeld oder gibt es auch schöne Kompliment, muss das nicht immer Geld sein, aber wunderschöne Worte oder von einer Kunde Zufriedenheit ist es auch natürlich ein sehr schöner Smiley und das ist natürlich gut und das ist auch wichtig für uns. Lieber bekomme ich ein Kompliment, als ich, sage ich, etwas anders hören muss und deswegen für jeden, wie weit er sie bilden will, ganz klassische Basic machen oder fortgeschrittene Stufe oder wie immer, muss jeder selber wissen, wie weit ich meinen Weg, sage ich jetzt, gehen will. Aber wenn ich den Weg erfolgreich gehen will, dann muss ich wissen, natürlich Richtung. Das ist richtig. Wenn jetzt jemand nach unserem Gespräch hier sich denkt, Mensch, ja, da haben die beiden recht, und der Goran, der erklärt so gut, wo findet man dich denn oder wie kann denn mein Lieblingszuhörer hier dich kontaktieren, wenn er Interesse zum Beispiel hat, sich von dir beraten zu lassen, oder? Jeder kann mich sehr gerne telefonisch kontaktieren. Er findet alle Informationen bei mir jetzt bin ich auf meine eigene, sage jetzt, Homepage vergessen, das muss man auch lachen. www.kaffee in Deutsch geschrieben, 2f2e-institut.at. Da sind die alle Informationen über mich, da sind die Informationen über meine Seminare,
Das sind die Informationen über die Termine und so weiter. Und wenn jemand nicht zurechtkommt, er kann sich sehr, sehr gerne bei mir telefonisch melden. Ich sag noch einmal zur Wiederholung, jeder findet mich, sage ich jetzt telefonisch oder per E-Mail oder auf der Homepage sind die Informationen www.café in Deutsch geschrieben 2f2e-institut.at oder goran-huber.com. Das finden wir auch über Google sehr, sehr schnell und so weiter. Und falls der noch welche Informationen benötigt, er kann sehr, sehr gerne mich telefonisch kontaktieren. Und meistens bin ich ab circa 17.30 Uhr nach dem Unterricht erreichbar. Während der Unterricht habe ich immer Telefon auf lautlos. Ja, da konzentriert sich der Goran voll auf die Materie. Aber ich verlinke dir das alles auch noch in den Shownotes. Da kannst du dann in Ruhe nochmal nachschauen und den Link folgen, wenn dich das interessiert. Und wenn du da nachher dann schon rumschaust im Internet, dann lass mir doch bitte auch auf iTunes auch noch gleich ein Abo da und eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde unserem Podcast hier wahnsinnig helfen. Oder du bist so cool und repostest vielleicht diese Folge, damit ja diese Message noch ein bisschen weiter rausgeht in die Welt. Aber eine Frage habe ich noch an den Goran und auf die bin ich richtig, richtig gespannt. Und zwar, was ist denn deiner Meinung nach die größte Herausforderung für Kaffee in den nächsten Jahren? Also Kaffee als Themengebiet gesprochen. Die größte Herausforderung ist es, unserem Gastronomen beizubringen, richtig Kaffee zubereiten zu können und dieses Thema Kaffee zu verstehen. Die nächste Herausforderung ist es auch, in die Schulen, in Fachberufsschulen, beginnen, über Kaffee mehr zu unterrichten. Aber vor allem in Gastronomie, die Mitarbeiter beizubringen, wie wird es richtig Kaffee zubereitet, ob das ein Filterkaffee, ob das ein langer Kaffee, langer sage ich immer bei meinen Unterrichten, weil ich Teilnehmer habe von verschiedenen Ländern, Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Americano, oder in Deutschland ist Kaffee Creme, in Österreich verlängerter, in Italien ist der Lungo, ob der Filterkaffee oder wie immer, das muss man einfach lernen. Und natürlich, damit werden wir zufriedene Kunden haben. Und wenn ich zufriedene Kunden habe, habe ich natürlich mich wirtschaftlich anders positioniert, Umsätze werden steigern, habe ich Spaß und Freude, damit nicht nur ich als Inhaber von dieser Gastronomiebetrieb, sondern auch die Mitarbeiter und natürlich Mitarbeiter wie jeder Trainer. Bei mir gehört sie zur Aufgabe nicht zu schulen, sondern die auch Mitarbeiter zu motivieren und zu sagen, okay, ich zeige dir etwas und so weiter. Und Großteil von diesen Teilnehmern zeigt nach kurzer Zeit sein Interesse. Und das ist meine Meinung jetzt der wichtigste Herausforderung. Kaffee, Rohkaffee können wir schon viele einkaufen. Es gibt mittlerweile einige Rösterei, sehr guten Rösterei, kleine Rösterei. Die Jungs oder die Mädchen beschäftigen sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Kaffee. Es gibt noch jetzt auch sehr viele Kaffeemaschinen, ob das Espressomaschine oder Filterkaffeemaschine oder wie immer. Das heißt, nächste Aufgabe ist es, einfach zu lernen, wie zubereite ich mein Kaffeegetränk so, wie sie gehört. Und wie transportiere ich das nach außen, dass ja die Leute auch was davon haben? Ne? Muss man auch dazu sagen, Medien auch berichten in letzter Zeit auch, sage ich jetzt, einiges über den Thema Kaffee und so weiter. Und es kommt es, diese Wege, sage ich jetzt, was ich vorher erwähnt habe, ist sicher langsam, aber mir ist das auch lieber langsam, aber richtig, als schnell jetzt jeder beginnt, sieht man jetzt mit den verschiedenen Systemen, wie das werbemäßig funktioniert. Natürlich diejenigen, die wirtschaftlich gut stehen, sehr viel Geld haben, natürlich sie können Filme drehen, promoten, alles Mögliches. Und ob das stimmt etwas oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber natürlich, Konsument wird es schmackhaft gemacht. Am besten ist es, wenn jemand sich selber überzeugt, was gut, was schlecht ist, dass jeder Mensch hat den Gaumen. Jeder Mensch kann das wissen, ob der gut oder nicht ist. Und ja, das ist einfach meine Meinung, der richtige Weg. Einfach mal sich einen guten Kaffee machen. Ne? Deswegen,
Wir könnten, glaube ich, noch ewig über Kaffee reden. Ich glaube, wir reden gleich auch noch ein bisschen über Kaffee oder trinken noch einen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird es bei uns noch ein bisschen um Kaffee gehen. Aber das alles in so einen Podcast zu quetschen, das wäre, glaube ich, zu lang. Und dir, lieber Goran, sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau. Und dass du mich hier empfangen hast bei dir in diesem wunderschönen Institut. Gibt's noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ja, ich sage auch danke, dass du dir auch Zeit genommen hast, damit mit unserem Interview, mit dieser Information in deinen, Weg, tust du auch sehr viel für die Kaffeekultur, für uns alle, ob das Trainer, Röster oder wie immer. Und ich hoffe, dass du auf sehr, sehr viele Zuhörer kommst. Das ist wirklich eine Top-Sache, was du da machst. Und ich kann dir nur von ganzem Herzen viel Glück wünschen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, glaubt an dich, es wird funktionieren. Und vielen Dank noch einmal. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Und sehr, ja, sehr gerne. Danke für die lieben Worte. So, jetzt entlasse ich dich aber, lieber Zuhörer. Und ich wünsche dir vielen guten Kaffee und ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Einfach mal Kaffee Podcast.